Da sind wir wieder bei Let's Play Dead Space. Das wollte ich schon sagen, Let's Space. Aber es ist Let's Play Dead Space. Da kommt man total durcheinander. Let's Play Dead Space. Let's Play. Dead Space, Let's Play. Let's Place. Let's Pay. Dead Space Show. Let's Pay Dead Space. Oder so. Also das, alles. Nee, das sollen doch später unsere Kinder machen. Let's Pay Dead Space. Let's Pay Dead Stay. Wow, da ist auch noch so viel Blödsinn zum Hopper dazu. Ja, man muss sich das. Oh Mann, und ich habe auch keine Munition, also auch kein Heilding mehr. Ja, das hast du jetzt wieder. Das habe ich jetzt wieder ganz alles toll gemacht. Falsch gemacht. Die Kommentare. Du nutzt auch nie die Explosionsdinger. Ja, weil ich es nicht sehe. Die Kommentare sagen übrigens, es wird hier zu viel gehatet gegen den Spieler. Auch wenn einer sagt, dass der Spieler echt schlimm ist. Also bitte beherrsch dich. Das bin ich, der immer schreibt. Ja. Der ist, ja, oh, der Spieler ist so schlimm. Ist ja nicht so, dass ich es nicht verdient hätte, aber. Ah. So, jetzt glaube ich, muss ich mit dem Aufzug fahren, oder? Ja, genau. Die südlichen Antriebe betanken. Das hat immer gleich so ein das südliche Orakel, wie bei, wie bei Dings unendliche Geschichte. Stimmt. Oh, was wackelt jetzt? Alles. Achso, alles. Alles im Arsch. Jetzt habe ich vor der Aufnahme noch gesagt, Ton müsste passen. Also natürlich haben wir jetzt gerade Tonprobleme. Weil wir auch jedes Mal irgendwas haben. Oh, ich hör's. Ah. Explosionsfass! Ja. Mit dem hat's nicht gereicht. Das andere Explosionsfass. Das hat gereicht. Die haben eine relativ weite Druckwelle. Du könntest vor ihm weglaufen und das andere Explosionsfass nutzen, aber du könntest auch Munition. Könntest auch sterben, ist auch eine Möglichkeit. Es gibt so viele Möglichkeiten, Daniel. Das muss man ja auch mal sagen. Es ist wenn ja auch ich hier schön, auch so in die Ecke gedrängt werde von diesen Pennern. Dabei habe ich dich kommentartechnisch so positiv unterstützt. Jetzt mach halt mal ordentlich, du Dumme. Jetzt muss ich schon wieder hier anfangen. Ist das dann, sind die dann wenigstens weg? Oder nein. Ist das, nee. Ja gut, dann weiß ich ja, was mich erwartet. Also hier Explosionsfass Nummer 1. Ja, das. Ach doch, das kannst du. Es kommt aber hier halt auch einer, ne? Shit, und jetzt bin ich halt genau in der Zange. Ja, das gibt's doch nicht. Ja, das machst du ganz toll. Sehr gut. Weißt du was, wir können doch mal experimentiermäßig machen, kann man eigentlich diese Fässer aufnehmen und schleudern. Das üben wir jetzt mal, ob das geht. Weil bei Callisto-Protokoll ging das und jetzt probieren wir das hier mal aus. Und jetzt kannst du es irgendwie wegschleudern? Naja, ich nehme das jetzt schon mit. Ich werde es dann gleich brauchen. Ja. Was übrigens auch immer noch geht, weil dir doch manchmal ein bisschen die Munition ausgeht, wenn du diese Funktion hier. Achso, nee, Entschuldigung, ich dachte, das ist jetzt völlig weggefallen. Das ist genau was, was man mit so einem Sprengfass übrigens machen sollte, so ein Umgang. Ja, so, weißt du, so haben die diese Atomkugel, diese radioaktive Kugel in Australien verloren. So hat Yves Montand schon in Lohn der Angst sein Nitroglycerin bewegt. Ja, aber gut. Die, was wir, glaube ich, immer ein bisschen vergessen ist, mit dieser Funktion kannst du ja aus Gegnern, also aus Leichen von Gegnern, auch so eine Krallen rausziehen, ja, die du dann wiederum auf die nächsten Gegner schleudern kannst. Dann sparst du Munition. Ja, ich muss das jetzt halt mal alles üben und dann auch irgendwann beherrschen. Ja, aber in ein paar Jahren kommt ja Dead Space 2, also von daher, das ist jetzt quasi das Übungsspiel. Das hat schon mal geklappt. Dead Space Zero. Könntest du aus dem zum Beispiel eine Kralle, die auf dem Boden liegt, herausziehen? Ja, also man muss schon auf die zielen, auf die Leichen, sonst geht das nicht. Kann ich mal schießen? Was macht er denn jetzt, Isaac? Ich komme hier auch nicht weg. Ja, jetzt keine Sorge, das geht schon. Hä? Jetzt war auch das Sprengfass links nicht mehr da übrigens, wo ich das vorher benutzt hatte. Naja, weil du das ja. Du hast die Sprengladung ja da auf die raufgeschleudert. Dadurch ist natürlich alles explodiert. Ach komm. Macht keinen Spaß so.
Das ist eh so geil, dass man halt hier, jetzt gehe ich hier auf diesen Gang und dann werde ich einfach von zwei Seiten in die Zange genommen. Da kann man taktisch überhaupt nicht irgendwie... Hm. Genau, das erste schleuderst du gegen den. Hau rauf. Ja, genau. Das hat nicht funktioniert, weiß nicht warum. So, jetzt verschwendest du, oder ja, entweder du behältst sie, genau. Achso, die geht dann weg nach einer Weile. Okay. Du, pass mal auf, lass dich mal töten von dem. Lass dich mal, wir machen Nein, das jetzt nochmal neu mich nicht. Und sauber. Neu und besser. Okay. Ja. Wie? Liebe Zuschauer, wie soll ich denn da nicht ausrasten? Also, pass, warte mal. Beim nächsten Mal sterben, siehst du diesen blauen Ring, der hier unten leuchtet, in der Ecke, ja, der gerade war? Das kannst du dir beim nächsten Mal auch mit dem Telekineser greifen. Und das ist, glaube ich, wenn du das in jemanden reinhaust, ist es ein Instant-Kill. Na, hoffen wir es. Das probieren wir jetzt dann gleich mal aus. Aber ich lade vorher trotzdem nochmal alles nach. Na, aber hallo. Lass dich nicht gehen. Lad nach und drauf. Gib die nicht auf. Lern Ostdeutsch. Da sind aber jetzt trotzdem keine Sprengfässer mehr. Alle doch da vorne. Doch, doch, ja, okay. Die liegen da schon. Die sind noch im Nebel. Oh, jetzt ist es mir runtergefallen. Ja, ja, ist ja gut. Das ist alles so gut. Aber jetzt, oder? Oder kommt noch einer? Ja, es kommt noch einer. Auf der linken Seite das Sprengfass nehmen. Und wo kommt der her? Ich hätte gedacht, dass da von da vorne noch einer rauskommt. Ah, ja, genau. So. Ach Gott! Oh, da ist noch einer. Jetzt habe ich aber dann langsam echt keinen Bock mehr. So. Weiß gar nicht, können wir das irgendwie auch so machen, dass das ich auch mal spielen könnte? Theoretisch. Wenn du keine Lust mehr hast? Aber ich habe ja Lust. Ach so, ach so. Dafür reicht's noch. Dafür ist noch genug Lust da. Ich möchte ja nicht so ein unsympathischer Backseat-Gamer werden, der dann alles kommentiert. Das wirst du ja automatisch. Das ist ja das Schlimme. Du kannst es ja nicht verhindern. Ich glaube, ich würde es aber passiv-aggressiver machen und eher in so eine psychologische Richtung gehen. So, ja, aber du bist ja auch intelligenter als ich. Deshalb kannst du das sagt, schlauer wer machen. Wer sagt denn das? Jeder? Meine Mutter sagt immer, ach, dieser Daniel der in den so Streams, der ist, der ist so viel intelligenter als du, Christian. Hätte ich mal so ein schlaues Kind gehabt. Ich möchte auch so ein schlaues Kind haben. Na gut. Die Triebwerksprobleme sind keine Fehlfunktion. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Haupttriebwerk gekannt und die Ventile beschädigt. Wir haben gerade eine Stunde damit verschwendet, sie zu reparieren. Wir müssen die südliche Betankungsstation in Betrieb nehmen, aber irgendein Trottel hat den Strom abgestellt und den Schutzschalter blockiert. Eine Triebwerke, wir stürzen bald auf den Planeten. Was jetzt? Hier muss doch jemand sein, der eine Ersatzkarte hat. Sieh nach, ob... Warte, hörst du das? Denn was los? Das gibt's doch nicht. Bist du noch da? Ja. Ich trau mich nicht zu sagen. Zu Recht. Ich kann mich aber echt erinnern, dass ich das beim ersten Mal spielen schon scheiße fand, diese Stelle, weil es da so eng ist. Aber ist das ganze Spiel nicht mehr oder weniger relativ eng? Hier ist auf jeden Fall die Schlüsselkarte schon mal. Das ist doch gut. Das ist gut. Wie geil diese Patrone rausspringt. Super. Super geil, so. Das machen wir jetzt wie mit dem, wie heißt der Gnom bei Half-Life Episode 2 oder so. Irgendwo konnte man doch so einen Gnom die ganze Zeit mitnehmen. Ach, der Zwerg, ja. Hier oder keine Zwerg. Energie, das ist auch sinnbildlich für mein Leben. Was mache ich denn jetzt hier? Ich mit der roten, dem roten Draht folgen und dann, Entschuldigung, dann den Strom anmachen. Von Draht kann man da vielleicht nicht unbedingt reden.
Ey, da stößt auf der Leitung, sag ich dir. Ja. Ach, siehst du, jetzt ist hier offen. Sicherheitskarte wird erfasst. Und hier kannst du jetzt den Strom umleiten. Ah. Hab dich, ne. Hier links ist auch, glaube ich, wieder was. Ah, ne, da ist noch eine Kiste. Ich dachte, da wäre was zum Ausgreifen. Ein Knoten. Freigabe bestätigt. Löse ihn. Was kann man denn alles umschalten? Lichter, Lebenserhaltung. Ach guck mal, man kann auch die Lebenserhaltung ausschalten. Das ist ganz cool, dass man sich manchmal so ein bisschen entscheiden muss. Willst du lieber Licht und keine Lebenserhaltung? Oder was willst du lieber... Denn? Ja, du hast dich ja jetzt für Licht entschieden. Ja, ich habe ja ein Licht mit, ne? Außerdem, ja gut, hier wäre Sauerstoff. Die Frage ist, wie schnell müssen wir sein? Außerdem haben wir ja auch gerade festgestellt, dass du sowieso in so einer Leuchte bist. Aha. Oh. Na, das war doch jetzt nicht schlecht. Ne? Das war regelrecht, man könnte fast sagen, das war gut. Nimm die Stange noch mit, die du hier hingelegt hast, dann kannst du die... Treibstoffleitungen wurden sabotiert, genau wie die Zentrifuge. Ich starte die Triebwerke neu. Der Kurs ist festgelegt. Auf Ihr Zeichen bereit. Und nu? Einfach zurück, oder? Achso, zünde die Antriebe manuell. So. Hier kommt der Mann mit dem Speer. Da ist im Notfall dann auch noch ein Zweitspeer. Oh, 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 Babykinder, unter dir, hinter dir. That's so. An der Wand. Und hinter dir ist auch noch was. Genau, jetzt hast du einen Stachel, das ist schon mal gut. Sehr gut, hau ihn rein. Dreh dich um, hinter dir ist noch eine Stange, die kannst du ziehen. Warte. Verschwendest du keine Munition. Oder den Stachel dann nehmen. Ja, das ich glaube, das war Ablenkung. Kein richtiges. Hier um die Ecke links ist eine Stange. Auf der rechten Seite hier, Stange. Sehr gut. Ich nenne sie Sebastian Stange. Oh, den habe ich jetzt aber gut gepinnt. Ja, aber hallo. Aber wie schmerzhaft, ne? Aber so gesehen ist es jetzt aber auch nicht mehr so richtig gut für Kinder, ne? Naja. Weil das Spiel ja bis jetzt sehr kinderfreundlich war. Ja, Gewalt ist ja wurscht. Aber ich tippe mal, ach, deine beiden Kinder gucken auch zu, oder? Ja, ja, der eine. Sehr gut. Du wirst dir das nicht anschauen, gell? Schau weg. Vom Bildschirm. Das hilft bei Kindern immer. Da schlafen die denn besser. Jetzt habe ich den gleich mitgenommen. Naja. Ich glaube, auf den kannst du auch nochmal rauftreten, dann kommt aus dem nochmal was raus. Aus der Pinata. Wie war das bei, was hat Arnold Schwarzenegger gesagt? Stick around? Oder hattest du schon auf ihn raufgetreten? Vielleicht hast du auch schon auf ihn raufgetreten, aber ich glaube, die Kleinen hast du noch nicht alle zerlegt. Genau, erstmal nochmal die Babys hier zertreten. So, jetzt müsste ich doch wieder auf Licht umschalten können, oder? Jetzt hat das doch seinen Strom gehabt. Ja. Achso, jetzt ist es gesperrt. Jetzt ist es fest. Jetzt ist es gefest, ja. Naja. Ja, sonst würden die Pumpen ja auch wieder ausgehen. Das ist ja... Das will keiner. Klingt, als würde gleich irgendwas Schlimmes passieren. Ja. Ich habe neulich gelesen, und wenn ich, falls ich das schon mal wusste, hatte ich es vergessen, dass Dead Space 2 irgendwie so einen ganz besonderen 120 FPS-Modus hatte. Weißt du das noch? Oder ist dir das bekannt? Nee. Also das hatte irgendwie so einen Mode, dass die Animationen der Figuren schon auf 120 FPS irgendwie ausgelegt waren oder so. Und wenn man dann eine schnelle Grafikkarte hatte, ich glaube, das lief sogar mit Vulkan
Unterstützung. Das ist da, wo Mr. Spock herkommt. Da ist noch so eine Stange, die könntest du dir nehmen. Dann sah das total krass aus, so wie ein bisschen wie bei HFR, jetzt bei Avatar, Way of Water. Aber Dead Space 2 lief mit, also Balken gab es doch damals noch gar nicht. Nee? Nein. Das ist doch erst in den letzten, das glaube ich nicht. Die Stange kannst du, glaube ich, nochmal benutzen. Oh, jetzt habe ich aber seinen Kiefer im Gesicht. Nee. Ein bisschen aufräumen hier. Cleanup Simulator. Jetzt habe ich es. Da klebt aber schon was dran. Cleanup in Isle 9. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Aber irgendwo hatte ich das gelesen, dass eben die Animationen. Also ich weiß es nicht. 120 FPS. Vielleicht war auch nur das Video, was ich dann dazu gesehen hatte. Mit Vulcan. Ah, ich weiß, was du meinst. Warte mal. Das ist aber, glaube ich, nichts, was in der Ursprungversion war, sondern es ist was später dann kam. Also man kann das mit diesem DXVK, das ist aber, ich glaube, das ist eher wie so eine Art Sourceport. Aha, okay. Das ist so eine Art Sourceport-Engine, glaube ich. Ich habe das schon mal benutzt, um irgendwie Comanche, wenn ich mich jetzt nicht total falsch erinnere, zum Laufen zu kriegen. Comanche, okay. Also das hat nochmal einen anderen... Ach, da ist er wieder. Hau ab. Hallo, der hat einen Namen. Der nicht mehr. Aber Cäsar. Cäsar. Wäre schön, weil ein passender Name für den, finde ich. Cäsar. Albert, oh. Das Treibstofflager ist in Regen. Du kommst jetzt in den Maschinenraum. Das ist jetzt so ein Stück Blech, oder? Das bringt mir nicht viel. Ist da sonst irgendwelche Sprengfässer oder irgendwas, was ich da drin nutzen kann? Nee, ne? Was gibt's denn hier noch so? Ich hatte hier alles. Wow, da ist ja noch einer! Lauf halt, Isaac, du Arsch. Ich hoffe ja wirklich, dass sie den zweiten Dead Space halt auch noch als Remake machen, weil und dass dann halt auch der DLC mal auf dem PC kommt, weil den gab's halt nie auf dem PC. Und das war halt ein richtiger Story-DLC, was ich immer sehr schade finde, wenn es nicht rüberkommt. Ist auch irgendwie ganz cool, ne? Ich meine, jetzt gibt's hier das Remake von dem Spiel, aber es gibt gar kein DLCs irgendwie. Also kein Season Pass, kein nix. Und Callisto Protocol hat auch wieder gleich mit Season Pass gestartet, der sich schon echt dünn anhört für die 30 Euro. Und halt auch keine gute Stimmung gemacht hat. Ich würde nie irgendwas kaufen, wo schon bei Release irgendwie ein Season Pass und dann Zusatzcontent angekündigt wird, glaube ich, weil ich weiß nicht. Ich weiß, dass der Zusatzcontent dann wahrscheinlich scheiße ist. Ich kann ja schon mit so Battle Pass Modell bei irgendeinem Multiplayer nicht viel anfangen, aber then again, ich kann ja eh mit Multiplayer schon nicht viel anfangen. Ich meine, es gibt ja auch gute Season Passes, so ist ja nicht, gibt ja welche, wo so gute Sachen drin sind. Aber wo man halt echt immer vorsichtig sein muss, ist ein Spiel, wo ein Season Pass angekündigt ist, wo du schon merkst, dass der Publisher nicht so wahnsinnig viel Vertrauen in das Projekt drin hat. Paradebeispiel ist da hier Tiny Tina's Wonderland, wo sie ja nicht wirklich viel dran geglaubt haben an den Erfolg. Und dann war das aber überraschend erfolgreich und richtig cool. Und der Season Pass ist halt ein Stinkefinger in Richtung der Fans. Also er ist so lieblos und so entwertend, furchtbar. Aber egal, zurück zum Spiel. Sie war hier nicht nur mit dem Abbau beschäftigt, hm? Was meinst du? Der Ausbruch begann in der Kolonie, nachdem die Abbauarbeiter ein Artefakt ausgegraben hatten. Es ist etwas Außerirdisches. Das ist unmöglich. Aber es würde erklären, warum der Zugang zu Aegis 7 verboten ist, oder? Befehl von Earthgov. Als die Bergleute das Artefakt fanden, klagten sie über Halluzinationen, Verfolgungswahn und Suizidgedanken. Aber die Ishimura nahm diesen Marker trotzdem an Bord. Als hätte man es geplant. Warte. Der Marker? Okay, Moment. Wo ist dieser Marker jetzt? Im Frachtraum. Fertig verpackt für die Auslieferung. Weil ich mich gerade versucht habe aufzuladen, und aber schon voll war. Ich hätte natürlich jetzt bei den letzten Gegnern auch ruhig mal Stase verwenden können, ne? Das stimmt.
Ja, aber ich wollte es halt nicht sagen. Du hast auch nicht dran gedacht, sei doch ehrlich. Jetzt brauche ich es aber, weil natürlich ist es ja clever platziert hier, dieses Stase-Ding, weil wenn wir mal ein Rätsel in dem Spiel noch nie gesehen haben, dann der mit verlangsame den Ventilator. Das gute alte langsame Ventilator-Rätsel. Uiuiui, das war aber knapp. Es kann übrigens auch sein, dass ich mich irre mit dem DLC, dass der doch mit drin ist. Ja? In der PC-Version. Vielleicht war es dann der dritte Teil, wo es denn. Aber ich hätte gedacht, dass es der dass es der Story-DLC auf PC nicht gab. Hey! Ich glaube, Severed oder so hieß das. Autsch. Nochmal eben hier die Kauleiste gerade ziehen, ne? Das war übrigens eben gerade, als sie über den Marker gesprochen haben, da war so ein bisschen so der Kommentar von Isaac dazwischen so, okay, wir müssen Isaac irgendwo was sagen lassen. Ja, aber das passt eigentlich nicht so ins Skript und in Storytelling vom Original. Ja, dann sagt er zwischendurch einfach nochmal so, der Marker? So. Ich wollte am Gespräch teilnehmen. Hauptsache die Pappen offen. Also mit dir? Ja, oft so. Schwerelosigkeit deaktiviert. Schießen, oder? Ja, also küssen würde ich es nicht. Muss ich doch mal was probieren, weil ich finde, ich hatte jetzt die ganze Zeit DLSS an, was es ein bisschen smoother gemacht hat. Aber ich finde, hier sieht man es so ein bisschen. Jetzt möchte ich das mal kurz ausschalten. Ob das da ein bisschen detaillierter wird dann. Ja, ein bisschen schon habe ich das Gefühl. Oh, ein Flammenwerfer, geil. Die Typen haben es aber auch aus Alien ausgeliehen, oder? Ja, ganz im Gegensatz zu anderen Elementen in diesem Spiel. Ich habe übrigens mal nachgeschaut, dieses DXVK-Geschichte mit dem Balken, das ist was, womit man da X-Spiele auf Linux laufen lassen kann. Aha, okay. Ach, Linux. Mit eines der schönsten Dinge im Leben Linux-Fans provozieren. Tschüss. So, soll ich jetzt hier eigentlich mal alles kaputt machen, was so aussieht? Diese Knoten. Also ich würde die rot leuchtenden Sachen auf jeden Fall immer. Ich weiß ja nicht, ob es wirklich was bringt. Oder wo jetzt der Zweck ist davon, aber bitte. So, dann legen wir mal den Flammenwerfer auf die nach links. Jetzt habe ich schon 4 Waffen. Halten und Primärfeuer, halten und Flammenwand, okay. Wenn ich jetzt ein Spieldesigner wäre, dann würde ich den Spieler das gleich mal ausprobieren lassen. Manchmal erschreckt mich deine Genialität. Das sagt deine Mutter auch immer. Nee, das sagt sie nie. Zu mir schon. Ach so, stimmt. Wenn meine Mutter zu dir zu Besuch kommt, genau. Damit sie halt auch mal ein erfolgreiches Kind sieht. Also männliches Kind. Sie hat ja 2 sehr erfolgreiche Töchter, also von daher. Ach so, erfolglos bist du auch nicht. Die eine Tochter ist ja nicht ihre. Ist ja angeheiratet, hallo. Das geht natürlich nicht. Das zählt nicht. Da punktet nur mein Papa quasi für.
Stempel. Ich kann niemanden über Ricklink erreichen. Mein Team ist weg. Ich habe das Genese-Modul gefunden, mit dem die Zentrifuge zerstört wurde. Ausgebrannt. Wer würde die Ishimura zu einem solchen Zeitpunkt sabotieren? Ich melde mich auf der Brücke, falls noch jemand da ist. Und dann suche ich Elisabeth. Ich will hier runterkommen. Soll ich den Leuten jetzt hier helfen oder nicht? Denn sie tun mir ja nichts, oder? Hm. Lassen sie denn Ressourcen fallen? Ja, vorhin nicht, glaube ich. Dann würde ich ihm nicht helfen, weil ja, was bringt noch, dir das dann? Ich habe noch 300 Schuss. Er hat halt schon, er leidet halt schon ein bisschen. Ah doch, ein bisschen was kommt raus. Ah, ein bisschen Plasma-Energie, warum nicht? Das Level hat halt jetzt schon was von Scorn, ne? Ja, total. Was übrigens echt wenig Spaß gemacht hat. Ich habe es nicht lange gespielt, aber diese Stunde oder zwei, die waren nicht... Besonders. Hat dir nicht gefallen? Ich hätte halt gerne ein anderes Spiel drin gehabt. Also ja, also fürs Spiel sollte man das nicht spielen, aber ich fand es als Art Design das schon, ja. Erfahrung einfach echt cool. Also ja. Inzwischen ist es auch ein bisschen angenehmer gepatcht worden, was die Gameplay-Seite angeht, besonders so die Kämpfe, die halt einfach eher nerven. Also ich brauche echt Trefferpunkte, aber da komme ich jetzt gerade nicht mal hin. Stase-Dauer, Stase-Energie, Stase-Zone, was nehme ich denn? Oder mache ich den Plasma-Cutter jetzt einfach doch nochmal weiter, bis Zapper ist. Nachladezeit. Munitionskapazität wird deutlich erhöht. Braucht aber zwei Knoten. Ha, was meinst du? Ich würde eher den Anzug machen. Ja. Du bist so dein Grund, weil das hast du halt immer, ne? Ja. Luft und dann Stase-Energie oder Stase-Dauer. Stase-Dauer war jetzt nie so das Problem. Da geht's Richtung Trefferpunkte, das ist doch gut. Also ich meine, es fällt mir sogar beim Zuschauen auf, auch gerade wieder so im Vergleich zu Callisto-Protokoll. Callisto-Protokoll ist so ein Spiel, das würde ich einmal und durchspielen, also einmal um mal alles gesehen zu haben und dann ist auch gut. Aber es wäre wahrscheinlich nichts, wo ich... Oh, ist ja ekelhaft. Ah. A drücken, ganz viel A ja, drücken. Ja, mache ich gerade. Wohin ich so vom Spielerischen gerne nochmal wieder zurückkehren würde. Und das bei Dead Space... was anderes. Also Dead Space, finde ich, da ist auch der Weg das Ziel. Also das Spielerische. Also da würde es mir jetzt nicht nur darum gehen, immer nur den nächsten Level zu sehen. Oh. Na, verwandelst du dich, Brother? Oder nicht? Nee. Alter. Was denn? Das hilft ja nichts. Was, wenn er sich doch verwandelt? Freigabe bestätigt. Ja, ich finde, auch wenn ich jetzt nicht der große Resident Evil Spieler war im Leben, aber es spielt sich so, wie ich mir ein Resi vorstelle. Ja, geil dann. Aber schöne Effekte, ne? Ja, ich freue mich auch total aufs Resi 4 Remake, also das wird cool. Hoffe ich zumindest. Ah, ich glaube schon. Ja, also das Resi 2 Remake ist zum Beispiel auch so ein Ding, das könnte ich immer mal wieder spielen. Das fand ich einfach vom Gameplay her, es macht halt einfach Spaß, das Zielen und Schießen und Kämpfen und so. Das habe ich noch gar nicht gespielt. Ah, okay, das spiel das mal, das ist echt cool. Ich hab's ja also nicht. Also da denkst du nie so, das ist doch auf meinem Steam-Account drauf, du kannst doch meinen Steam-Account nutzen. Ja, also diese Flammenwand, das geht, ne? Ja. Das sind ja auch teilweise neue Funktionen, ne, mit diesem alternativen. Also es gibt neue alternative Feuerfunktionen bei einigen Waffen. Ach ja? Die waren im Original nicht dabei. Also ich weiß nicht genau, welche es sind, aber es sind ein paar.
Obwohl, ich hätte jetzt ganz gerne einen Speicherpunkt. Vielleicht ist er hier im Vorratsraum. Wie lange die denn noch nachschreien? Vor allem ohne Kopf. Oder ja. Mit Schüssen im Kopf. Naja, aber dann ist ja mehr Klangkörper. Ist der Klangkörper offener quasi. Du bist doch Musiker. Ja. Ich hab doch keine Bandmitglieder ohne Kopf. Auch wenn es sich manchmal sehr kopflos anfühlt, oder? Ohne wie? Verstand, ja. Aber nicht ohne Kopf. Der Verstand hilft beim Mucke machen auch nichts. Muss einfach fließen. Da gibt's Drogen gegen. Ja, vor allem legale. Die helfen immer noch am besten gegen Verstand. Extra lange Folge für euch heute. Oh. Ja, davon ist ein Sprengen. Ja, wo ist es jetzt wieder hingeblieben? Jetzt hast du irgendwo unten fallen, da bist du irgendwie durchgefallen. Ah, jetzt kommen auch noch die anderen Viecher. Nein, jetzt kommen die von überall. Ach komm. Mann, ey. Du hast immer noch deine Stase, falls du die einsetzen willst. Ja. Eine Zeit. Da wäre noch ein Sprengling gewesen. Jetzt ist Isaac wieder komplett besudelt. Aber es tropft ja ab. Ja, stimmt. Oh, das tropft alles von ihm ab, quasi. Ups. Das klingt mir zu gefährlich. Da speichern wir und machen in der nächsten Folge weiter. Jawohl. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.